Hallo Lieben und herzlich Willkommen, ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe für euch heute wieder eine Idee für eine super coole Männerkarte und es ist eine besondere Kartenform, denn diese Karte, die kann was. Und zwar kann die kullern. Und ich finde, zum Thema Fußball ist es natürlich perfekt für einen Mann. Mache ich immer gerne besondere Kartenformen, weil man da nicht so viel mit Glitzer und so spielen kann und mit viel Verzierung, sondern eher sich schlicht halten muss. Und da ist es immer ganz cool, wenn die Karte das kann. Ich habe euch ein Video schon aufgenommen, das verlinke ich euch jetzt unter diesem weißen i hier oben. Da könnt ihr genau schauen, wie man diese Karte bastelt. Ich gebe euch jetzt in diesem Video eben die Idee und ein paar Tricks, sage ich euch, beziehungsweise zum Beispiel, wie ihr den Fußball bekommt und was ihr für Material braucht für die Karte. Aber ich zeige euch jetzt nicht genau, wie man die bastelt. Okay, also als erstes könnt ihr die natürlich anpassen an euren Fußballbegeisterten, weil jeder hat einen anderen Verein, das ist jetzt vielleicht eher auf 60 bezogen, aber wir können natürlich Bayern oder jeden anderen Fußballverein basteln. Mit den Farben könnt ihr einfach spielen. Und wenn man die Karte jetzt aufmacht, ist hier drin einfach auch nur so ein kleiner Spruch. Es ist sehr schlicht, weil es ja, wie gesagt, für einen Mann ist und deswegen der Fußball, der außen rollt, ist auf jeden Fall Effekt genug. Was ihr dafür braucht, habe ich euch aufgeschrieben. Und zwar habe ich einmal ein Farbkarton Flüsterweiß, da fehlen die zwei Üs, ich hoffe, das macht euch nichts. Flüsterweiß, extra stark, 28 cm x 14 cm und gefalzt bei 14 cm, das ist eben diese äußere Karte. Ein Farbkarton in Schwarz mit 13 x 13 cm, zweimal Farbkarton Ozeanblau habe ich jetzt verwendet, das ist aber eine alte Farbe für Innen und Außen mit 12,5 x 12,5. Babyblau zum Beispiel würde genauso gehen. Als Stempel habe ich gearbeitet mit den Beautiful Backgrounds, da habe ich das hier oben genommen, ohne die Punkte. Und das doppelt gemobbelt, eins meiner Lieblingssets, schönen Geburtstag und genießt einen besonderen Tag, habe ich gestempelt. Und dann braucht ihr noch die 2-Inch Kreisstanze, um den Fußball auszustanzen. Ich habe jetzt hier zwei verschiedene Varianten, ich werde euch aber auf meiner Webseite diesen Fußball hier verlinken. Auf meiner Webseite, die heißt www.babsis-bastelwerkstatt.de und da gibt es eine Seite, die heißt Anleitungen, da könnt ihr dann gucken und könnt euch diesen Fußball ausdrucken. Ich habe mir den einfach auf so einen Aufkleber aufgedruckt und dann einen 2-Inch Kreis mit Flüsterweiß ausgestanzt und habe dann eben den Fußball schon fertig gehabt. Das war total easy und damit ihr das auch machen könnt, werde ich euch eben die Vorlage verlinken auf meiner Homepage. Schaut da einfach mal rein. Und dann könnt ihr nochmal einen Kreis in Flüsterweiß ausstanzen, den hinten draufkleben. Und das war es auch schon an Material, was ihr für diese Karte braucht. Wie das genau funktioniert, das seht ihr, wie gesagt, in diesem anderen Video. Und da habe ich euch auch eine Männerkarte gezeigt. Und zwar mit so einer Handwerkerkarte mit einem Sägeblatt. Ui, also da sieht man es ganz gut. Die habe ich euch gezeigt und die haben wir zusammen gemacht, eben auch in dem gleichen Prinzip, wo eben hier vorne das Sägeblatt rotiert. Also für Handwerker oder fußballbegeisterte Männer habe ich hier für euch die Kartenideen. Wenn ihr diese Karten basteln wollt, dann schaut einfach auf dieses andere Video. Ja, das war es schon von mir. Also es war heute nur eine Idee für eine Karte. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und richtig freuen würde ich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Da könnt ihr einfach die Glocke anklicken und werdet dann immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!